nicht. Warte, ah ja, jetzt geht's direkt weiter mit wunderschönem Grey Eminence. Wir sind leider in einem Puzzle-Level, weshalb meine Laune nicht die beste ist, die von Dani dagegen schon. Ich bin total, also ich fieber. Ach so. Ja, ja. Okay, also die Seite ist dafür komplett tabu. Es geht nur um die rechte Seite. Das hast du gut erkannt. Das ist ja schon mal ein Teilerfolg. Das ist nur, damit man nicht nochmal an Yoshi rankommt. Naja, und das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, was rechts alles war. Warum sind hier so viele Turnblöcke, als ob in irgendeinem irgendwas drin sein könnte? An die Leute, die Bock haben, das kaputt zu breaken, wenn ihr es schafft, Yoshi da rauszubekommen, dann habt ihr das Spiel gebrochen. Okay, kein einziger Block hat irgendwas drin. Das hätte ich dir auch sagen können. An das Ding komme ich theoretisch noch nicht ran. Nee, sehe ich keine Möglichkeit. Möchtest du einen Tipp in irgendeiner Form bekommen? Nee, lass mich erst mal gucken. Ich bin da noch überhaupt nicht fertig. Weil du dich nur so beschwerst über Puzzle und hier und da und tralala. Der ist auch fest. Ich glaube, da kannst du auch von der Seite wieder dran sprechen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, super. Das ist auf jeden Fall nicht weiter relevant. Also ich glaube, der löst da auch nichts aus. Also der kann das Ding da oben nicht auslösen, okay. Nee. Gut, dann habe ich aber jetzt gar nicht allzu viele Möglichkeiten. Hast du nicht. Also über das Ding ist schon klar, wenn ich eine Shell hätte, könnte ich über das Ding das Springboard holen. Das wäre eine Möglichkeit. Ach, ich bin ja dumm, ich hab's verstanden. Oha, was kommt jetzt? Naja, wie ich an die Shell komme. Wie du an die Shell kommst, jetzt bin ich gespannt. Naja, jetzt kommt ja ein Koopa raus und der kann ja wieder reinlaufen. Ja. Ist ja egal, in welche Richtung der läuft, der wird auf jeden Fall zurückkommen. Ah, nein, der kommt nicht zurück, weil eine scheiß Treppe da ist. Weil es ein scheiß grüner Koopa ist, ja. Das habe ich noch gar nicht versucht. Der läuft die Treppe nicht mehr hoch jetzt. Da habe ich einfach drauf gehofft, dass der da nicht hochläuft. Das habe ich nie probiert. Ja, sehr gut. F. Das wäre auf jeden Fall auch ein Break, ja. Ah, und in die andere... Ups. In die andere Richtung würde er... da hinten einfach die Lava laufen. In die andere Richtung? Achso, ja, doch, ja. Okay. Ja. Tja, das ist alles, was ich habe. Faszinierend. Da ist ja gar nicht so viel, was ich habe. Naja, du hast dich ja mit Sachen noch nicht, oder beziehungsweise du hast versucht, dich mit Sachen zu beschäftigen, hast da keinen Erfolg erzielt und hast sie dann einfach abgetan. Ja. Kann das sein. Das vermeint. Die gelben das Blöcke. Hier? Die gelben Blöcke, ja. Also die haben ja irgendwie Sinn. Die sehen ja nicht da, weil die schön aussehen. Die sehen ja nicht schön aus. Ja, ich kann die andrehen, aber was nützt mir das jetzt aktuell? Naja, guck dir mal an, wo die aufhören und starten und... Ja, halt genau beim Springboard. Ja. Warum ist das so? Weiß also wie sollst du an das Springboard wohl rankommen? Na, indem ich den Kollegen hier mit einer Shell hier rein befördere und dann... Aber wie sollst du, also an die Shell kommst du bisher nicht ran. Also ja, das habe ich auch festgestellt. Vielleicht ist das auch falsch und du kommst an die Shell einfach nicht. Aber ich wüsste auch gar nicht, achso doch, mit dem Springboard wüsste ich schon, was ich damit anfangen will. Aber das, was du mit der Shell machen willst, hat ja erstmal, also ist ja erstmal nicht schlecht. Nicht unbedingt richtig ausgeführt, aber dass du das machen kannst, ist ja schon mal wichtig. Jetzt kombiniere er Tipp 1, oder jetzt klingt echt viel zu viel. Kombiniere er Tipp 1 mit Tipp 2. Also die Turnblocks sind da nicht umsonst. Und du kannst mit der Shell. Ja, gut, das Viech kann auch da oben entlang hüpfen. Aber wenn der Kollege da entlang laufen würde und da runterfallen würde. Aber der springt ja, der Kollege. Ja, der springt ja.
ja, der da unten läuft. Nächste Teil Erkenntnis. Der kann auch hier hochlaufen, aber... Sei mal schnell und löst mal den Block aus. Naja, dann nicht. Den, ach, von der Seite oder was? Nee, nee, nicht den. Nein, nicht den. Hä? Ja, das war jetzt ja wohl tipp genug. Also einen anderen. Ach, die Shell. Okay, also nochmal. Huch. Ah, tschüss. Komm mit. Jetzt kannst du schon runterspringen. Ja, dann läuft er gegen die Shell und dann. Oh. Jetzt musst du dich aber beeilen, jetzt ist er, glaube ich, weg. Jetzt ist er weg. Nice. Aber du hast es gesehen. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber warum sollten die Blöcke denn sonst da sein? Das ist den, das selbst rüberzündet. Ich meine, das hast du ja die ganze Zeit gemacht. Im Prinzip schon. Irgendwie. Ja, aber wenn ich eine Shell in ihn reinschieße, nicht, dass wenn der in eine Shell einfach nur reinläuft. Ach so, ja, na gut. Das hätte ich nicht. Die ist ja einfach nur, die hat ja keinen. Ah, hä? Jetzt hast du zu früh ausgemacht. Ach so, es ist eben doch. Ja, deswegen sage ich ja, wenn er in die reinläuft, dann geht er. Ja, okay. Funktioniert nur, wenn es so ein bisschen Momentum irgendwie. Got it. Ja, B. Na, guck mal, der grüne Switch ist ein besserer Midway-Point als Midway-Point. Hä? Na, du kannst Game Over gehen und verlierst ihn nicht. Oh ja, das ist wohl wahr. Das wäre eigentlich auch schön gewesen, wenn du da Midway-Point hättest und immer mal alles von vorne spielen darfst. Hätte ich auch bestimmt gemacht. Ja, sehr gut, jetzt viel hoch. Aber okay. Am besten vor ihn springen, dann kannst du mit, kann er dir hinterherlaufen. Und spring am besten einfach vorher unten aufs Springboard und. Ach so, ich wollte gerade sagen, du läufst jetzt ja nicht automatisch hier runter. Ja, nee, ist klar. Aber der muss ja runter. Das war so klar. Du solltest den letzten Block auslösen, dann fällt er nicht. Das war so klar. Weil er noch neu. Aber es war. Wieso den letzten? Den äußersten Block, ja. Weil du dann genau unter ihm bist und er läuft noch so ein Stück rüber. Ach jo, okay. Ich glaube zumindest, dass das funktioniert hat. Ich dachte, es reicht, wenn er in die Lücke, in das Ding reinfällt. Hä? Dann springe ich halt nicht. Nur, wenn er dich halt trifft. Dann springe ich halt einfach nicht. Ist okay. Ist okay. Spielst du eigentlich immer noch mit Tastatur? Holy fucker, wow. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich ist es nicht, da hast du völlig recht. Ich habe zwischendurch mal das Switch-Dings-Gamepad-Teil verwendet. Was auch echt gut funktioniert hat, eigentlich. Ja, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, ja. Aber irgendwie, das Ding ist, das Bluetooth vom Laptop und das Bluetooth von der Switch, das muss man immer wieder neu konfigurieren. Und dann jetzt, im Moment ist es auf die Switch konfiguriert. Also du musst je nachdem, was du benutzt, müsstest du es dann immer wieder neu machen. Irgendwie, ja. Ich weiß auch nicht, warum genau das. Also warum die es nicht einfach... Na, wenn es an der Switch angemeldet ist, ist es nicht mehr am Laptop angemeldet und umgekehrt. Das ist ja ein bisschen... Und gerade am Laptop, aber das kann auch daran liegen, dass der einfach grundsätzlich gerade rumspinnt. Hat es in letzter Zeit Probleme gemacht und dann habe ich es nicht mehr angemeldet. Oh mein Gott. Wäre das denn, wenn du einen anderen Laptop hättest, den einfach nur nicht benutzen würdest? Das wäre schon... Sehr gut. Das wäre schon, wär schon verrückt, ne? Das hat mich schon. Ich muss mir halt immer alles komplizierter machen. So, was haben wir jetzt da auf der anderen Seite? Das war jetzt ja ein kleines Puzzle. Jetzt kommt wahrscheinlich der Schlimme. Ich freue mich so drauf. Der Schlimme... Oh, ich muss groß sein, was? Ja, es tut mir leid, das musste schon nochmal sein. Wo werde ich denn groß hier? Meinetwegen kannst du auch rewinden. Also du hast es nur verkackt, weil du jetzt über die Mauer drüber bist.
aber für den Moment, das musste jetzt schon nochmal sein. Aber ich muss irgendwo noch irgendeinen Pilz herkriegen. Ah ja. Na, Pilz, ja. Ja, es gibt ja noch Pilze. Wo habe ich denn jetzt einen Pilz verpasst? Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe hier noch nicht alle ausprobiert. Ach komm, nee, hör mir auf. Das ist... Nein, mach's gar nicht erst. Nee. Ja, aber... Wait. Nein, jetzt... Oh! Ja, das ist ärgerlich. Ich konnte komm, nicht mehr auf der Mitte stehen. Rewind das, ist okay. Jetzt mach den Rewind. Diese typischen Conan-Dusseligkeits-, Schlüsseligkeitsfehler. Ah, okay, ich habe eine Idee, aber ich weiß noch nicht, wie ich da rankommen soll. Alter Conan. Das war jetzt keine Einladung. Nein, ich will doch nur reden. Ja, ich weiß. Wenn ich die von der Seite auslöse, könnte ein Pilz rauskommen. Ach so, ja, okay. Aber ich habe nichts, womit ich die auslösen kann. Wenn ich hier drüben groß werde, komme ich eh nicht hier, also weil ich klein werde. Okay, verstehe. Und was? Da hast du wieder nicht drauf geachtet, weil du dir das Level nicht genau anschaust. Und ich glaube, das ist auf irgendeine Weise auch normal. Aber die grünen Blöcke sind ja nicht nur da aufgetaucht. Das war jetzt der krasseste Spoiler überhaupt. Was sind hier noch grüne Blöcke? Nein, auch Conan. Ei. Soll ich noch ein Schild aufstellen oder was? Es sind sogar, ich müsste wahrscheinlich sogar Schilder aufstellen. In jedem Screen müsste stehen, was die Lösung ist. Naja, hier drüben blockieren wir dir ja den Weg. Ja. Nützt mir ja auch nichts. Ja, die meine ich ja nicht. Aber die. Das ist schon, beim Topfschlagen wäre das schon relativ warm. Hä? Was? War da oben ein. Moment. Die sind nicht versteckt. Du hättest die schon sehen können. Ja, da ist kein. Was hast du denn. Jetzt hast du gerade resettet. Jetzt hast du das. Ach Mann, Conan, was hast du denn gerade für einen Teilerfolg erzielt mit dieser ganzen Scheiße, die du eben gemacht hast? Ja, ich habe das Springboard auch geholt. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal. Soll ich mit dem Springboard hier runter? Nee, kann ich ja nicht. Was willst du denn machen? Also ich könnte mit dem Springboard hier hoch, aber das ist ja Quatsch. Weil wenn ich hier durchlaufe, kann ich ja keinen Pilz, also das geht ja nicht. Das Ding macht mich ja klein, ne? Das Ding macht dich klar, ja. Also kann ich vorher auf dieser linken Seite hier keinen Pilz einsammeln. Ja, naja, naja. Manchmal muss man mit den Möglichkeiten, die man hat, das Bestmögliche anstellen. Ich kann auch den Pilz nicht da irgendwie durchfahren lassen. Du kannst das ganze Spiel loopen. Du hast ja immerhin Zeit 0 eingestellt. Aber du willst, was ich das mit dem Springboard irgendwas mache. Das ist nicht bekannt. Aber du hast gefragt, wo sind noch grüne Blöcke? Du hast sie nicht gesehen. Also du hast die Outlines nicht gesehen. Das kann natürlich sein. Du hast sie noch nie als grüne Blöcke gesehen, so viel kann ich dir sagen. Das ist doch jetzt offensichtlich. Ja, also muss ich das Springboard damit rübernehmen, okay. Mach das doch einfach mal. Dann nehme ich das Springboard damit rüber, dann sind da irgendwo grüne Blöcke plötzlich, wo vorher keine waren. Einfach. Nein! Das hättest du nicht machen sollen. Eieieiei. Im Prinzip ist es mir jetzt auch egal, ob Rewindest oder auf dem Weg, den du schon geschafft hast, irgendwas nochmal machen musst. Jetzt hast du eh schon rewindet, jetzt ist es eh. Diese Resignation. Wenn du jetzt nicht wie wild anfängst zu safe-staten, würde ich nie tun. Na süß. Jetzt revidiere ich. Boah, das war auch geil. Wobei, das war doch gut. Der ist doch richtig blau. Ah, nee. Natürlich. Was will ich denn da drüben mit dem? Ja, das war Quatsch. Das war doch gut. Damit in die Lava laufen kann, war das super, ja. Ja. Schmelz mal ein, das Vieh. Ich weiß doch gar nicht, wer das gebaut hat. Hä?
kenne doch das Level gar nicht, das ist ja. Wahrscheinlich hast du mich hier einfach irgendein Level untergeschoben, was später ein Inferi-Level werden soll. Ach, leck mich doch. Das kannst du ja wohl, ja. Aber dafür ist es zu wenig Geglitsche. Aber ja, es reicht schon. Double Grab erforderlich. Es reicht schon. Aber trotzdem verstehe ich überhaupt nicht, selbst wenn hier drüben ein Pilz irgendwo ist. Ja, dann guck dir das jetzt mal an und überleg mal ein bisschen. Guck mal, da sind drei Blöcke. Und du hast also drei grüne Blöcke. Ja, das war doof. So war dämlich. Aber ist egal. Musstet ja eh. Ich glaube, das sind die magischen Worte, um aus dir nur noch Scheiße zu oder dir nur Scheiße zu entlocken. Du kannst dir mehr als einen Pilz da holen. Ja, ich kann halt einen in die. Ach, das ist. Es ist wirklich so simpel. Es ist wirklich einfach so simpel, dass ich den da drüben runterlasse. Möchtest du die Wahrheit wissen? Ja, anscheinend ja. Das war keine Antwort auf meine Frage. Ja, aber ich kann es mir selber beantworten. Ich meine, es hat ja funktioniert, also warum sollte es nicht so gedacht sein? Dann hast du es jetzt selbst beantwortet. Wann immer ihr solche Dinger verwendet, war sowas nie möglich. Oh Mann. Es ist auch nicht möglich, das habe ich ja nie gesagt. Dann hat man halt als Spieler sich diesen Weg. Ich liebe, dass du genau an den richtigen. Ist egal. Liebe Zuschauer, ihr wisst jetzt bestimmt schon Bescheid, aber ich nochmal Zwinker, Zwinker, der Conan wird da hinten kommen. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Nein, wahrscheinlich brauche ich noch einen Pilz oder so. Der Finger bleibt ja an sich auch nicht mehr. Aber jetzt kannst du dich ja erstmal umschauen, das ist auch schön. Das ist übrigens, was ich in irgendeinem der ersten Parts meinte mit Dani, weiß nicht, wann Level aufhören sollten. Ist halt ein Puzzle-Level, entschuldige mal bitte. Ja, aber wenn man jetzt stirbt, muss man den ganzen Anfang nochmal spielen. Das macht keinem Spieler Spaß. Nur die eine Hälfte. Mir würde das total viel Spaß machen. Nein. Doch, es geht halt wirklich. Guck dir das an. Das erzählst du mir nicht. Doch, doch, doch. Okay, es geht nicht mehr zurück. P-Switch. Wow, 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 hi. Ist da irgendwas unten? Nee, nichts ist da unten. Also P-Switch. Ach, dann. Ja, natürlich von da, was denkst du? Was ist das denn? Also muss ich hier mit einem P-Switch durch, okay. Oh Gott. Ich hab ganz vergessen, dass das so lang ist. So, ich muss jetzt den Block hier mitnehmen. Hast du gesehen, dass da oben eine blaue und eine silberne Münze ist? Ja. Gut, das ist gut. Und dann wird wohl das hier der blaue P-Switch sein. Genau. Dann ist das hier der graue P-Switch. Das ist richtig. Aber ich kann nur eins holen. Weil es muss ja wieder alles eingebaut sein. Können wir gucken, was da unten ist. Das kannst du gucken. Und vermutlich feststellen, dass wir völlig falsch sind. Ach du Scheiße. Ach schön. Ich wusste nicht mehr, dass ich die Blöcke da so hingesetzt habe, dass man es nicht sehen kann, während der P-Switch noch läuft. Ich sehe ja auch so immer noch nichts. Du kannst die Münzen, kannst du runter. Manche. Und nochmal P-Switch-Blöcke. Ja. Und ich komme nicht zurück. Ich kann nur resetten und muss den ganzen Anfang nochmal spielen. Geil! Ist das für dich nices Level-Design. Conny, du musst aber auch berücksichtigen, dass du jetzt hier am Stück seit 20 Uhr davor sitzt. Das ändert am Level-Design aber nichts. Naja, natürlich, wenn du dich jetzt hingesetzt hättest und nur das eine Level gespielt hättest. Okay, da ist noch so ein Viech. Ich meine, andere Leute sind 20 Stunden am Stück in Karazhan und Raiden oder so. Ich bräuchte jetzt halt noch eine. Nein, du willst nicht, dass ich Pilze jongliere. Nicht so wirklich. Nee, eigentlich nicht. Ich kann dir aber erzählen, was du machen musst. Ja, scheinbar ja. Doch, ich brauche hier noch einen Pilz. Ist richtig, aber du kriegst den einfacher.
Also zurückspulen zu den Pilzen. Wenn du beide Blöcke dann noch hast, dann ist alles gut. Und jetzt holst du dir mit dem ersten Block, holst du dir zwei Pilze da, indem du dir da rangehst und den nach oben wirfst. Nicht gegenschmeißt, sondern nach oben wirfst. Wirfst. Einfach richtig rangehen. Ja, so. So. Genau. Jetzt kannst du dir noch einen holen. Super. So, und jetzt wird es insofern ein bisschen komplizierter, dass du... Genau, scrollen ist schon mal eine gute Sache. Jetzt nimmst du den Block. Mach's am besten noch nicht. Du kannst ja erstmal runter. Geh mal wieder runter, bevor du den Block holst. Dann kann ich es dir besser zeigen. Vorsicht, dass da war. Ach, hier ist noch einer. Nee, den brauchst du nicht. Also du kannst doch gerne jonglieren, wenn dir das mehr Spaß macht. Nee, ich will nicht jonglieren. Ja, genau. Dann da rechts von der Lava, da kannst du den Block dann hinlegen. Dann gehst du, am besten springst du mit dem Block schon rechts auf die Plattform, legst den da einfach hin, nimmst dann das Springboard, scrollst nach rechts, kickst den Block einfach an, verfolgst ihn. Während du ihn verfolgst, lässt du dann bei dem Gold Tape, was dich klein macht, lässt du den ersten Pilz runter. Wie der zweite ausgelöst wird, siehst du dann mal. Das hast du vorhin eigentlich auf der anderen Seite der Block Snake hast du schon gesehen. Aber das so kommst du noch an Pilz. Der Block Snake. Ja, der Block Snake, der Snake, der Reihe aus grünen Blöcken, das meine ich. Guck mal, dann fährt er hier nämlich schön lang, der Block, wenn du den angestupst hast. Verstehst du, was ich meine? Ah, jetzt verstehe ich, wo der andere Pilz herkommt. Ja, genau. Boah, aber das muss mit dem okay. Das Springboard musst du natürlich mitnehmen, ja. Und dann, deswegen legst du am besten, ich würde da den blauen Block hinlegen. Das ist einfacher. Okay. Viel einfacher. Dann gehst du einfach da zurück, scrollst beim Springboard nach rechts, nimmst das Springboard und stupst den an. Trotzdem habe ich wieder nur einen einzigen Versuch. Ach so. Ja, aber das ist genug Zeit. Jetzt leg den da hin. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, ich dachte, der fährt hoch. Nein, der muss doch nicht hochfahren. Du legst den einfach da hin, dann gehst du rüber zum Springboard, dann scrollst du nach rechts, dann springst du rüber, stößt den Block an, verfolgst ihn und während du ihn verfolgst, lässt du den Pilz runter. Oh je, okay. Und trotzdem habe ich wieder nur einen Versuch. Ja, ist ja so. Ja, ist auch so. Da muss man das halt nochmal spielen. Nicht so. Einfach ich will ja... Du musst den nicht hinlegen. Geh einfach, spring einfach hin, leg ihn vorsichtig da ab. Leg ihn einfach vorsichtig ab. Versuch nicht so viel Zeit zu vertrödeln. Einfach weit springen. Rübergehen. Und Mist. Das ist einfacher, wenn du das Springboard hochwirfst. Und spring nicht auf das Springboard runter, sondern versuch einfach rüber direkt zu springen. Einfach direkt rüber hier. Ja, nee. Bin ich. Ja, so war dämlich. Ja, das ist auch nicht der. Oh mein Gott, was tue ich denn? Mach's doch einfach, wie ich dir gesagt habe. Wir sind eigentlich nicht so schwer. So, jetzt wirfst du es hoch, damit du scrollen kannst. Jetzt ist alles. Ja, fast. Du musst schon. Ach so, der bewegt sich nicht mehr wie eine Feder. Nee, genau. Du musst den Screen nach rechts gescrollt haben. Wenn ich hier hochlaufe. Ah, shit. Der muss. Ah, shit. Ich muss vorher scrollen. Ja, deswegen wirf das Springboard hoch, wenn du den Block hingelegt hast. Ja, das ist auch okay. Aber du scrollst es gleich wieder zurück, weil du zum Springboard gehst. Ich müsste es doch hin. Sag mal, bin ich denn dumm, dass man den nicht ablegt? Wieso werfe ich denn die ganze Zeit? Weil das nicht geht mit dem Block. Das geht einfach nicht. Ach so. Oder ich weiß nicht, ob es geht. Ich möchte es bei dir auf jeden Fall nicht sehen. Nein, auch drinnen. Jetzt spring doch einfach rüber. So, geht es doch. Aber wieso. Wieso passiert das in der. Wieso passiert das nicht, wenn ich. Ich denke mal, weil du nach rechts noch drückst, weil du noch. Das heißt, wenn ich nichts drücke dabei, dann... Ah, perfekt. Da habe ich dir die perfekte Lösung eigentlich. Das ist doch mein way to go. Du hast es geschafft. Jetzt runterlassen. Super, da ist der nächste. So. Jetzt wirklich eine schwere Geburt. Ach Gott, ey. Wer
Wer soll denn da drauf kommen? Ach ja, genau. Dafür gibt es ja nichts. Wer soll denn darauf... Oh mein Gott. Wer soll denn auf sowas kommen? Holy das ist doch kein Very Hard Puzzle mehr. Natürlich. Ich habe sogar überlegt, ob ich das nur hart mache. Aber nichts ist so hart. Das ist doch typische... Nee. Typisches Nee-Puzzle ist das. Nee, sie hat geschrieben, das ist... So, jetzt machen wir ein extra Self-State, weil jetzt kommt der viel schwierigere Teil. Machst du wirklich ein, finde ich aber gut. So. Ja, tschüss. Und das ist wirklich, das, also das möchte ich mir eigentlich auch nicht anschauen. Das ist nicht so schön. So, Nummer 1. Boah. Ich sage jetzt schon mal Entschuldigung bei den Zuschauern. Ich sehe halt das Problem, das wird, der wird mir kaputt gehen. Der ist sehr, muss sehr schnell sein. Das war zu langsam. Ja, ich will ihn eigentlich gleich mitnehmen im Grappen. Ja. Gut, dass ich das halt kann. Dass du das nicht hinbekommst, ja. Ach, fuck! Okay, das will ich aber am Stück. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Ist okay. Da will ich nicht zwischendurch staten. Das will ich am Stück schaffen. Ist in Ordnung. Weil es dazugehört. Nein? Ich fände es eigentlich witziger, wenn du jetzt alles nochmal spielen müsstest, aber. Naja. Nee, also das. Da, niemals. Niemals würde ich bei sowas, wo ich 3 Millionen Anläufe brauche. Da jetzt, nee, aber das Teil alleine möchte ich Self-Settler schaffen. Ist doch gut, ist doch okay. Das ja, aber nicht den kompletten, das komplette Boot, das ist ja verrückt. Und da hast du gedacht, ich spiele den Hack ohne Self-States, bist du wahnsinnig. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, deine Zuschauer kennen dich gut genug, ich habe dich da, glaube ich, falsch eingeschätzt. Ach du Schade, der geht schon kaputt. Holy moly. Ach ja. Das war gut. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich laufe unter dem durch. Ja, das ist am besten. Richtig. Also, so habe ich es auf den Traum gemacht. Mist. Das muss halt irgendwie gut getan sein. Mist. 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 Aber da habe ich gedacht, du schaffst das mit Selbstzeit. Ich habe übrigens 1,5 Stunden fürs ganze Level natürlich gebraucht, nicht nur für den ersten Teil. Mist. Ah, der wäre noch lang genug gegangen. Das war ganz richtig. Nein! Zerschellt der einfach da oben. Ist es bitte das einzige Puzzle-Level in dem Hack? Ja, es ist das einzige komplette Puzzle. Okay. Nein, das stimmt auch nicht. So. Was? Und ich möchte noch mal sagen, ich entschuldige mich jetzt bei den Zuschauern. Du musst dich nicht bei den Zuschauern entschuldigen, solange ich das daten kann. Du weißt ja gar nicht, wofür. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wofür du dich entschuldigen willst. Alles gut. Geh mal durch. Außer es kommt noch mehr Mist. Ich meine, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich in dieses schwarze Zeug gehe. Nee, alles gut. Das ist... Es gibt 2 Teile in dem Level. Also du hast das so gut wie... Alter! Das Ding ist jetzt natürlich, der graue Switch wird auch zu einem blau... Nee, Quatsch, wenn der im Hintergrund ist, nicht. Aber es wäre egal, weil es ist ja so oder so. So einfach ist das tatsächlich nicht. Also es ist irgendwie anders. Es hat nicht was mit dem Hintergrund zu tun. Es hat damit zu tun, wie der, glaube ich, eingeladen wird, in welchen Slot oder so. Aber es ist ja so oder so egal. Ich meine, ich kann... Ja, es ist einfach blau. Ja, dann gehen wir da rein. Hey, Josh, is you there? Yeah, girl, did you know a silver pow turns blue? Hallo? Ich mach mal zurück, sprung mal zurück. Ja, danke, dass ich das lesen darf. Du kannst doch press start. Du solltest doch schon starten. Du zeigst übrigens gerade was im Task gar nicht gezeigt wird, weil das, weil ich da keine Lust drauf hatte. When taken through a pipe dam, OP, you need the silver one to feel superior to his blue bro. Ah, die Reihenfolge ist falsch. Du hast den tatsächlich
Glücklicherweise, für mich glücklicherweise, deswegen habe ich mich eben entschuldigt. Du hättest den Silbernen als erstes ausgesucht. Das ist ja kein Drama. Ja, das ist richtig. Du hast auch ein extra Safe-Set gemacht, aber so. Stimmt, es könnte sein, dass ich nicht zurückspulen kann, komplett. Kannst du den auch so einfach machen? Ich glaube, der war perfekt. Doch, kann ich. Never mind. Oh mein Gott. Du kommst aber mit dem hinteren Block, kommst du nicht an den blauen Türswitch an. Das schaffst du nicht. Was? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke, die du weiterlaufen musst. Bis dahin ist der Safe immer verblasst. Ah, ich muss. Okay. Ich muss den hier liegen lassen. Das ist sogar besser, wenn ich den hier liegen lassen muss, weil dann kann ich mit dem anderen da drüber rennen. Deswegen war das beim Test auch immer leichter, da einfach durchzulaufen. Über dieses Mistvieh. Deswegen war das auch immer leichter, ja. Das ist dumm. Wow. Jetzt, wo ich dich so spielen sehe, ich hab das falsch eingeschätzt, muss ich sagen. Ja, wow. Schlechte Conan-Kenntnis meinerseits. Ich glaub, zeig so mir einen, der das ohne Safe-State spielt. Das ich wollte gerade sagen, ist auch jemand DHF oder Biop oder so? Die ja, aber die spielen ja auch Item-Abuse, also bitte. Aber nicht ohne Safe-State. Nee, da reicht es ja schon, dass sie es grundsätzlich spielen. Du darfst sie gerne mal Cataclysm spielen. Viel Spaß. Was ist das? Achso, du kennst. Cataclysm ist ein wunderschöner Hack. Du darfst ihn gerne mal spielen. Von wem ist der denn? Ja, geh mal auf SMV Central. Also, Cataclysm würde ich die tatsächlich gerne mal spielen sehen. Finde ich den, wenn ich bei den Hacks einfach Cataclysm filtere? Ja, na klar. Der ist hochgeladen und genehmigt. Oh ja. Oh, HF. Ah. Aha. Ah, aus dem Pit-Hack, ja. Das ist cool. HFs Pit-Hack. Ja, ciao. Natürlich. Ah, die Taste dazu musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Das ist ein genialer Hack, holy moly. Mostly vanilla, bla 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 bla. This hack utilizes lots of unknown quirks of the vanilla SMB oder SMW engine. Was gibt's da nicht? Ja, das sieht schön aus. Oh, der ist ja auch noch gar nicht so lange draußen. Nee, der ist nicht so lange. Oh mein Gott. Ja, das muss ich mir mal reinspeichern jetzt hier. Achso, HF hat einfach selbst einen Task gemacht, oder? Bitte? Oder ist das ein. HF hat auch selbst einen Task gemacht? HF hat eine Task gemacht, Biop hat, glaube ich, eine Task gemacht, Darsin hat ihn gespielt. Ja. Solltest du genug finden. Okay. Ist gespeichert, werde ich mir morgen mal reinziehen. Wo ist der hin? Was ist hier? Na, natürlich spielt eine HF dann sowas hier stateless, aber ich meine, das ist ja kein Vergleich. Mit HF kann ich mich nicht vergleichen, der ist natürlich viel besser. Das ist, wie gesagt, falsche Conan-Kenntnis. Cool, sehr gut. Einmal mit dem Safe-State angefangen. Also ich habe das beim Testen auch 3 oder 4 Mal spielen müssen. Ja, aber du musstest ja immer wieder neu starten dann. Ja. What the fuck? Wieso tut man sich selbst sowas an? Ich meine, es ist kein Mario Maker Level. Dann verinnerlich das ja dann. Du musstest nicht am Stück spielen. Naja doch, weil du eigentlich keine Safe-States hast auf der Super Nintendo. Okay, das ist so ein Boomer-Nerd-Argument irgendwie. Oi. Na, Gott sei Dank. Macht ja auch einfach Spaß, wenn du es jetzt schon. So, jetzt hier ganz gechillt mit dem Block noch nach oben. Ich habe alle Zeit der Welt. So. War schön, dass du das direkt verkehrt rumgemacht hast. Ja, finde ich auch großartig. Im Raum zumindest mal. Tollen Konstruktion, dass man startet. Übrigens bist du wieder ganz leise geworden. Achso, ja, ich bin auch ein bisschen weg gewesen. Ich sagte nur, es ist schön, dass man diese Konstruktion gesehen hat, wo man Start drücken muss, um diesen sinnbefreiten Text zu lesen. Schön, dass du das auch mal gezeigt hast. Mach ich doch gerne. Oh Mist. So, wie lang ist der Pracht, sag mal? Jetzt ist er 34 Minuten. Ja, dann lass doch jetzt einfach, dann gehst du jetzt nochmal durch.
Und bevor du ins Schwarze dann reingehst, können wir einen neuen Part machen. Du machst jetzt richtig. Ist das Level immer noch nicht zu Ende? Dann machen wir einen schönen Kniff. Okay. Auch für dich, weil damit du gespannt sein darfst, wie das Level weitergeht. Ja, wieso? Wir nehmen schon noch weiter auf. Ja, na klar, aber jetzt nicht in dem Part. Ja, aber bin ich ja nicht gespannt. Ja doch, weil ich gehe jetzt erstmal auf Klo und dann lege ich mich erstmal 20 Minuten hin und einfach nur um die Spannung bei dir aufzubauen. So, jedenfalls danke fürs Zuschauen. Dani möchte hier einen Cliffhanger machen. Insofern mache ich hier einen Cliffhanger. Würde jetzt ja Cliffhanger-Musik einfügen, wenn nicht ständig alles gestrikt werden würde. Es werden mittlerweile immer noch einfach irgendwelche uralten Videos, wo ich Vorspulmusik eingesetzt habe, plötzlich monetarisiert von irgendwelchen anderen halt. Ist unglaublich. Gut. Aber gut. Was ist denn Cliffhanger-Musik? Ja, halt irgendwas aus Anime, wo Cliffhanger läuft. Ne, wenn du hast ja bei manchen Animes hast du ja spezielle Musik, die immer am Schluss läuft, bevor der Cliffhanger kommt. Verstehe, okay. Einfach immer. Das wusste ich nicht, ja, okay, verstehe. Also Dragon Ball zum Beispiel hatte immer eine richtige, fertige Schlussmusik. Jede Level Folge endet mit dem gleichen Lied. Das wusste ich nicht mehr. Ja, es wurde Abspannmusik sozusagen. Egal, an der Stelle danke fürs Zuschauen und tschüss. Aua. Tschüss. Tschüss mit Aua.